Und was für ein Gefühl erzeugt das? Ich fühle mich hilflos. Schwebend, als hätte jemand den Stöpsel aus meiner Realität gezogen und ich wurde hinabgerissen zu etwas völlig Neuem. Das ist alles wirklich aufregend. Aber du kannst gar nicht wissen, wie sich das anfühlt. Ich, doch. Können Sie mir mehr darüber sagen, was Sie für diese Person empfinden? Als ob ich jemanden treffe, mit dem ich mich identifizieren kann. Was, das kannst du mir glauben, noch nie passiert ist. Du verstehst das. Du hast keine Angst vorm Loslassen und Fallen. Freier Fall. Und ich habe keinen Schirm. Jetzt mal vom Pinguin geklaut. Es ist so plötzlich. Ja. Ja, das tue ich. Das dachte ich mir schon. Also, darf ich fragen, wer ist diese Person? Oh, jemand wirklich, wirklich Besonderes, dessen Name ich noch nicht mal kenne. Ach, mein Name ist Harleen. Harleen Quinzel. So ein schöner Name. Nennen deine Freunde dich Harleen? Oh, ich habe nicht viele Freunde. Tja, Harleen. Jetzt hast du einen. Ach, Harley. Joker redet über Batman, nicht über dich. Ja, ja. Erst Killing Joke und darauf folgt dann Mad Love. Betsy macht sich jetzt vor. Hätte ich Joker gestoppt, wären diese beiden Männer noch am Leben. Ich hätte ihn aufhalten müssen. Betsy, mach dir doch nicht mehr so viele Vorwürfe. Wieso? Wieso? Wieso machst du das nur? Eilmeldung! Ich bin derjenige, der dich töten will! Crime LA. Sie müssen das nicht tun. Die schlimmste Art, Kriminelle. Warte. Warum tust du, was du tust? Master Bruce? Es ist vielleicht antiklimaktisch, aber ich dachte, Sie könnten nun endlich Weihnachten feiern. Jetzt, wo der Joker gefasst ist. Bane ist noch da draußen. Ich Leider. Muss das Signal des Peilsenders finden, den er trägt. Selbst Sie müssen essen, Sir. Echt mal. Wenn du nicht die Polizei gerufen hättest, wäre er jetzt in Gewahrsam. Nein, du wirst tot wahrscheinlich. Wissen Sie, ich habe auch etwas versprochen. Ihren Eltern. Nicht jetzt, Alfred. Ja, plötzlich steht Bruce Wayne in Untertiteln. Die gleichen wie am Royal. Irgend so ein zugeknallter Freak. Bestimmt 200 Kilo Muskeln. Hat 6 Cops gebraucht, ihn niederzuschießen. Ja, ich habe die Leiche gesehen. Konnt's kaum Könnte glauben. Bane oder einer seiner Männer sein. Wenn ich es schnell in die Leichenhalle schaffe, kann ich Leiche und Obduktionsbericht untersuchen. Nun, bevor Sie gehen, ich habe die chemische Substanz aus dem Stahlwerk untersucht. Sie stimmt mit Ihrem globulären Projektil für nicht letale Fixierung überein. Du meinst die Klebergranate? In der Tat, das Harz ist ausgehärtet. Es liegt an Ihrer Werk. Ja, danke, Alfred. Ich würde empfehlen, es hier im Labor zu testen, bevor Sie gehen. Aber Sie hören ja nicht auf mich. Tun Sie ja nie. Ja. Die ganzen Trainingsherausforderungen, ja. Na, gib her die Klebegranate. Yay, Klebstoff. Also werden Sie es wohl nicht testen, oder? Es nennt sich Praxistest, Alfred. Ja, Praxistest. Praxistest. Das werden wir dir nochmal sagen. In 7 Tagen? Werde ich dich nochmal dran erinnern. Training! Training, Training, Training. So, welchen Schritt muss ich jetzt machen?
Welches wahnsinnige... Warum war da gerade Schnee? Es ist des Todes. Schockhandschuh-Experte. Niederschlag-Schockhandschuh-Aufladung. Langes Wort. Nicht abwehrbare Schockhandschuh-Schläge. Schockhandschuh-Multiplikator-Bonus. Kann ich nicht wieder die Distanzstromladung haben? Die kinetische Energie, die durch Niederschlaghiebe freigesetzt wird, lädt die Schockhandschuhe schneller auf. Die Energieanzeige der Schockhandschuhe mittels Betäubungsschläge bis auf 50% auf. Betäubungsschläge, das heißt, einmal meinen Umhang benutzen und dann draufhauen. Schläge mit dem Schockhandschuh können nicht abgewehrt werden, wodurch der Free-Flow-Modus auch in einer Gruppe bewaffneter oder gepanzerter Gegner effektiv erhalten bleiben kann. Das heißt, Batman ignoriert quasi die ganzen Kanonen. Es sind keine Kanonenkugeln, es sind Pistolen. Na gut, je nachdem, was für eine Waffe man benutzt. Munition, ne? Ganzen Munitionskugeln in seinem Körper ignoriert er einfach. Batman wurde ja damals in der Bank angeschossen. Ob er die Kugeln immer noch in seinem Körper hat, weil wann hat er hier, ist er zu Alfred gegangen und hat gesagt, hey Alfred, operier die Dinger mal aus mir heraus. Schlage mindestens einen Gegner mit Schild und einen Gegner mit Betäubungsstab. Ach, die waren damit gemeint. Betäubung. Gegner mit Betäubungsstäbe, die wir eigentlich noch gar nicht getroffen haben. Aber stimmt, das geht ja auch. Normalerweise muss man die ja von hinten angreifen, die Gegner mit den Stäben. Ah. Schockhandschuh-Multiplikator. Jeder Schlag mit einem Schockhandschuh erhöht den Combo-Multiplikator um 2 Punkte. Erhalte den Free-Flow-Modus mit deinen Schockhandschuhen aufrecht, um sehr hohe Multiplikator zu erreichen. 25. Okay. 25er Combo. Greift euch den Bastard! Ja, greift euch den Bastard! Nein! Lass uns wie Idioten aussehen. Ja, das tue ich. Aus dir machen wir Kleinholz. Ja. Jetzt. Geh doch auf den mit. Ja. Auf den sollst du, genau. Batman weiß auch nicht, auf welchen er gehen möchte. Mach jetzt bloß nichts Unüberlegtes. Doch. Na gut, das war nicht unüberlegt, sondern... ich sag nichts mehr dazu. Nee, ich sag nicht dazu, dass wir eigentlich hier wieder Tradition gebrochen haben, weil nichts von Blackgate an Konzeptarts freigeschaltet wurde. Jetzt habe ich es ja doch gesagt. Ja. Jetzt habe ich es doch gesagt. Mimi. Greifhaken. Nee, Greifangriff des Venom-Abhängigen. Drücke L und zweimal A, um den Greifangriff des Venom-Abhängigen auszuweichen. Achte auf die rote Warnanzeige über den Kopf des Angreifers, um den richtigen Moment zum Ausweichen abzupassen. Weiche den Greifangriffen des Venom-Abhängigen den gesamten Kampf über aus. Ja, viel Spaß dabei, Chicken. Erhalte einen 8-Multiplikator und drücke Y und B, um mit dem Combo-Ausschalten sofort das Venom-Pack des Abhängigen zu zerstören. Habe ich eigentlich auch schon mal gemacht. Schläge mit den Schockhandschuhen initiiert automatisch ein Niederschlagen gegen einen Venom-Abhängigen. Führe einen Schockhandschuh-Niederschlagen aus, um den Venom-Abhängigen auszuschalten.
Muss ich ihn da schauen, dass sein Zeug zerstört haben? Na ja, gucken wir es mal an. Wie viele Venom-Abhängige habe ich hier überhaupt? Mach ihn fertig! Zwei. Okay. Für dich ist es schon zu spät. Ach, ist er das? Auf ihn! Diesen Kampf gewinne ich. Ach, tust du das? Stirb für Bay! Auf die Knie! Ja, super. Ach gut, da ist doch... yo! Ich verdiene den Tod. Es hat eigentlich nicht so ganz... Es ist nicht so ganz abgelaufen, wie ich es gedacht habe, dass es ablaufen sollte, aber... Hey! Wir haben 3 Medaillen, juhu! Ja. Na, krieg ich noch Level ab, oder? Nein. Oh, Fred! Ich muss Bane finden. Haben wir ein Signal vom Peilsender? Im Moment nicht, fürchte ich. Lass mich wissen, wenn sich was tut. Egal was. Ich werde Sie sofort benachrichtigen, Sir. Das gefällt mir nicht. Ja, mir auch nicht. Mir gefällt's auch nicht. Dass wir schon wieder Bane irgendwann wiedersehen werden. Dass es simplere Wege gibt, viel Fliegerpunkte zu sammeln, Sir. Sehr lustig. Ja. Vielen Dank. Ein paar weitere Spiele. Ja, ja, du bist die Ruhmeshalle der sarkastischen Butler. Hatten wir schon. Alter. Schicken, theoretisch müsstest du noch 1 bis 2 Minuten aufnehmen. Mhm. Schalte einen Gegner mit dem Schallschock-Batarang aus. Stimmt, den haben wir jetzt freigeschaltet. Schallschock-Batarang, wo haben wir dich denn? Diese Modifizierung ermöglicht es, jeden Schallbatarang auf Wunsch zu sprengen. Die Explosion überlädt das Herzfrequenzmessgerät eines Gegners in der Nähe und schaltet ihn aus. Jedoch verhindert die verbleibende Interfrequenz den Einsatz weiterer Schallbatarangs in diesem Bereich. Also im Grunde dasselbe wie in Arkham Asylum und Arkham City. Ja. Das... ist es Chicken. Haben wir was Neues? Ach ja, die Klebergranate. Ja. So viele neue, schöne Sachen. Also rein theoretisch könnten wir auch damit anfangen, die ganzen, ja, Datenpakete einzusammeln, die Eddie überall verteilen ließ. Naja, mal schauen, was wir in der nächsten Aufnahmesession machen. Beziehungsweise, es gibt ja noch so einige andere Sachen zu tun. Zum Beispiel das mit Black Mass Drogenlagern, gibt's da unten noch diesen Hilferuf, den Chicken eiskalt ignoriert hat. Ja. Eiskalt ignorieren. Ja, sorry. Ich will mir das aufheben, falls gewisse Dinge nicht nach Plan verlaufen. Dann kann ich nämlich ausweichen. Dann. Naja, werdet ihr dann sehen. In der nächsten Aufnahmesession. Ja. Also in der nächsten Aufnahmesession mit einer kleinen freien Nacht. Wenn wir das tun, was ich gerade gesagt hat.
zu sein, schau. Ich setz mich jetzt in die Ecke und weine, weil Ben so gemein zu mir war.